So, Freunde, da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play Minecraft mit mir, dem Lufo. Und ich habe gerade einen Fehler gemacht, aber okay. Ich versuche einfach mal hier den guten alten... Nein. Den guten alten Villager... Ah, wobei, Moment. Bevor hier irgendwie was passiert, versuchen wir mal irgendwo schlafen zu gehen. Okay, Moment. Machen wir so. Ja, ha. Okay, gut, danke. Huh. Wir wollen ja nicht, dass unserem kleinen Villager-Kollegen hier was passiert auf dem Weg. So. Dann wollen wir mal. So. Moment. Gut, das heißt, ich sollte hier überall Elevator hinbauen können. Alter, müsst ihr jetzt alle hier stehen? So. Nein. Okay, du. Ja? Okay. Boah. So. Boah, Junge. Okay, gut. Ich glaube, jetzt haben wir es. Das heißt, mit dem Kollegen sollten wir dann... Wieso läuft der Kartograf so weit hier raus? Ich hoffe, der kommt nicht auf dumme Gedanken und will zu mir ins Dorf oder sowas. Und wir nehmen ganz bewusst Nitwits, weil ich glaube, dass deren Inventar am Anfang leer ist. Also die behalten keine Samen und so ein Kram von irgendwelchen Weed-Dingern und sowas. Und deswegen sollten die Nitwits eigentlich die besten Bewohner sein für einen Breeder, wenn man darauf setzt, dass sie selber ihre Sachen anbauen. Huh. Okay. Einen haben wir. Vielleicht sollte ich anfangen und schon mal den Spawner anlegen, dass die Sachen schon wachsen können oder sowas. Ich will ja eigentlich nicht, dass jetzt hier dann die ganzen Dorfbewohner da rumstehen und halt nichts zu tun haben, ne? Das wäre Nachteil. Ist was? Ich glaube, das mache ich jetzt erstmal. Warte, was? Erstens Stonemason. Okay, wir müssen die ganzen Dinge abbauen, die wir hier drin haben. Okay. Wir müssen die ganzen Dinge abbauen. Ist ja nicht so schlimm. Da müssen wir halt noch einen Dorfbewohner holen. Das ist jetzt halt richtig beschissen, dass der jetzt halt ein Stonemason geworden ist. Das heißt, wir müssen echt 64 Blöcke weit weg sein. Oder reicht es, wenn unsere Typen, die wir jetzt hier rüberfrachten, wenn die nach und, also wenn die schon Farmer sind, dass sie dann auch Farmer bleiben? Reicht das? Ich bin mir gar nicht so sicher gerade. Ich hoffe einfach, es reicht. Okay. Wir brauchen 6 Falltüren. Wir brauchen Glas. Ich brauche Leitern. Ich brauche Kompostdinger. Und zwar 4 Stück.
Ich brauche Slabs von irgendeiner Variante. Da reicht wohl der wahrscheinlich. Und Erde und eine Hoe. Und Karotten. Mann, das ärgert mich jetzt, dass der jetzt ein Stonemason geworden ist. Verdammt. Ich nehme auch mal ein Bett mit gerade, vorsichtshalber. So. War das echt nötig, Billy? Drecks-Billy, ey. So. Ich bin aber relativ sicher, zumindest war das in der Testwelt so, weil ich habe es extra ausprobiert, ob man, ich habe in der Testwelt den Villager Breeder gebaut und habe ausprobiert, ob die das nicht mehr funktioniert, wenn man eine andere Workstation daneben baut. Und da hat es weiterhin funktioniert. Das kann halt sein, dass vielleicht dass es war, weil ich das gemacht habe, nachdem ich den Breeder schon gebaut hatte und die schon drinne waren. Das könnte natürlich sein. Das könnte ich mir vorstellen. So. Gut, wir bauen jetzt 1, 2, 3, 4. Huch. So, Moment. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. So. Habe ich einen Wassereimer dabei? Natürlich nicht, ne? Drei, vier. So. Und das sollte dann die ganze Plattform sein. Wenn wir das hier haben. Ich mache echt viele Patzer gerade, ne? So, dann brauchen wir einen Eimer. Ich habe den nicht dabei, ne. Das ärgert mich jetzt halt echt mit dem da. Ich könnte ihn einfach umbringen, halt. Leck mich, Alter. Ja. Kannst mich mal. Verdammt. Das geht also nicht. Ach nee, das geht gar nicht. Okay, Moment, dann machen wir es anders. Geht das? Nee, ne? Doch. Okay. So.
Okay. Und dann. Machen wir die Brücke des Todes für die Villager, die sich trauen sollten, sich zu verwandeln. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht da rein, wenn ich jetzt aussteige. Oh, okay. Ja, sorry, Billy. Nicht mein Fehler. Ich hab dir gesagt, du sollst dich nicht verwandeln. Ach, komm schon, lass mich pennen. Dankeschön. Gut, da hätten wir das. Und dann Wasser. Slab. Ne, soll nur 4 sein. 1, 2, 3, 4. Das hier war zu kurz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Das heißt, ich muss an den zwei Seiten hier noch einen weiter raus. Das macht aber nichts. So. Dann pflanzen wir mal gerade die Karotten ein, dass wir das aus dem Weg haben. So. Das waren wohl nicht genug Karotten, aber okay. So, dann mache ich mal hier die Komposter hin, in der Hoffnung, dass die Villager sich dann den Komposter als ihre Jobalternative aussuchen. Und dann müssen wir hier noch ein paar Blöcke ranhauen. So, dann muss das hier auch eins weiter rüber. Das war jetzt natürlich Pech, aber okay. Hier muss ich auch eins weiter raus. Ich lasse die Beine jetzt erstmal da, weil ich keine Schaufel mehr habe. So. Ich glaube, ich muss sogar nochmal Glas holen, Freunde. Wobei, weißt du was, wir machen gerade mal. Ich kann es ja erstmal mit Erde machen. Wir sind ja gerade Work in Progress sozusagen. So. Jetzt ist die Frage. Weißt du was? Ich kann es ja sogar so machen. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück kriege ich es einfach so hin. So, und dann machen wir hier einen Bubble Elevator hin. Moment. Ich hole mal ganz kurz ein bisschen Seaweed oder Kelp oder wie es heißt. Und gucken wir mal, ob wir die da oben irgendwie reingeballert kriegen. Wir haben aber auch keinen Sand mehr. Das heißt, ich kann kein Glas machen gerade, glaube ich, ne? Nee. Gut, holen wir mal das hier und ein paar von. Oder eins von denen, besser gesagt. Wow. So. So, und dann. Huch, nein! Gut.
irgendwas machen, dass hier nicht das Wasser rausläuft. Gut. Dann müssen wir hier irgend so eine Art Zelle machen, wo die Villager mit dem Boot abgeladen werden können. Ist hier natürlich der Hebel abgegangen. Okay. Ja, ich muss dann die Villager hier drinnen abladen irgendwie und dann in das Ding reinschubsen. In der Hoffnung, dass das dann hier funktioniert. Okay. Holen wir mal die nächsten. Jetzt ist natürlich das Boot verbrannt. Aber das sollte gehen. Eieiei, was für ein Hassel hier. Ich hoffe einfach mal, dass es geht. Wenn nicht, dann müssen wir das Ding irgendwo anders hinbauen und die Villager durch die Hölle irgendwie rüber transportieren. Das wäre halt, das wäre halt der nächste Schritt, aber ja, nee. Das wäre mir eigentlich nicht so recht. So, ich sollte dann vielleicht vorne noch das Boot mitnehmen, was ich jetzt benutzt habe, um hier rüber zu fahren gerade. So, da ist es. Gut, dann wollen wir mal. Da könnte man echt einfach mal einen Raid kommen lassen bei den ganzen Dingern hier. Okay. Ah, geil. Gut, dann gucken wir mal, ob wir irgendwo einen Nitwit finden können. Der sieht doch gut aus hier. Hä? Willst du mich verarschen? Ach so, okay. Okay. Das ist die Frage. Komm, ich muss ja hier über den Pathblock fahren. So, ich hoffe, ich komme jetzt hier durch. Unglaublich. Okay. Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Oder warte, weißt du was? Ach, ich habe keine Schaufel mehr. Okay, dann doch nicht. Oh nein! Ist das anstrengend. Ich wollte nur graben und da sind 50.000 Golems, die halt da rumlaufen, Alter. Okay. Echt jetzt? Langsam wird's echt ätzend hier. Okay. Lass mich durch. Ich will nach Hause. Okay. Gut. Dann nochmal. In der Hoffnung, dass wir hier einigermaßen gut durchkommen. Okay.
Wir waren übrigens bei Level über 35. Und jetzt bin ich wieder auf Level 7. Das macht doch immer Spaß hier. Freunde, in der nächsten Folge machen wir weiter mit dem Villager-Kollegen hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dir hat die Folge gefallen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!